Hallo Leute, ganz kurzes Video. Heute Mittag habe ich schon für meine Spezialköchin zwei Messer geschliffen. Die habe ich heute Morgen abgeholt. Ah, kannst du mir die Messer schleifen? Und die macht sehr viel. Die machen sehr viel Tagesgerichte und so. Und die schneiden zum Beispiel ihre ganze Schnitzel selber. Ich glaube, die hauen mittwochs haben die Schnitzeltag. Da hauen die, glaube ich, 250 Schnitzel raus innerhalb von einer Stunde. Und die schneidet die alle selbst, die kauft sich die fertigen Hälse und schneidet die runter. Entsprechend brauchst du scharfe Messer. Und jetzt hat sie zwei neue gekriegt und das fand ich jetzt ganz gut. Und zwar so große Teile, richtige Fleischermesser. Die sind relativ schwierig zu schleifen wegen dieser Krümmung hier vorne. Ja? Da nutze ich in der Regel meinen Laser. Man könnte genauso gut diesen Pin-Pivot nutzen. Das will ich jetzt aber nicht machen, weil ich möchte jetzt mal was vergleichen. Und zwar, erstens mal, schaut euch mal an, wie ich so ein Messer einspanne. Generell spanne ich das nicht. Normalerweise würde ich das ja hier irgendwo spannen, mittig. Wenn ich so eine starke Biegung habe, spanne ich das Messer weiter vorne. Warum? Ich will euch das mal zeigen. Ich werfe hier mal eine Laserlinie drauf. Hier sieht man das. Ich denke mir, ja, sieht man. So, und wenn ich jetzt mit meinem Messer komme, dann sehe ich hier an der Linie, wo ich schleife, und jetzt hebe ich an. Wenn ich die Klammer weiter hier hätte, müsste ich jetzt schon so angehoben haben. Und das ist irgendwie ungewohnt, das ist unnatürlich. Da meint man, man hebt viel zu hoch und lässt ein bisschen nach und schon wird es zu flach. Also ich hebe hier an und jetzt fange ich an drehen und ich schleife jetzt wirklich nur hier auf diesem halben Zentimeter, weil der Rest von meinem Messer ist weg, das hier vorne ist weg von der Schneide. Vom Rad und das hier hinten auch. Und ich schleife jetzt eigentlich nur hier und jetzt ziehe ich gleichzeitig ein bisschen rüber und bleibe auf der Linie. Ergo habe ich auch immer den gleichen Winkel, weil ich schleife ja hier jetzt überhaupt nicht. Das ist weg, da kriege ich meinen Fingernagel drunter. So, und dann komme ich runter und dann gehe ich wieder gerade rüber und gerade ziehen kann ich auch. Ohne dass ich hier mittig gespannt habe. Das ist im Prinzip kein Problem. Das gleiche probiere ich jetzt mit dieser Doppelklammer. Die bringe ich ja ab nächste, spätestens übernächste Woche kommt die auf den Markt. Die ist kompatibel mit Ermac. Da kann man Ermac-Klammern reinmachen und Tormek-Klammern. Also für die Leute, die eine Ermac und eine Tormek haben, es kommen rosige Zeiten. Weil dieser Bolzen ist auch wechselbar, da ist hier eine Schraube drin. Dann kann ich hier einen Ermac, einen 8 mm Bolzen reinmachen, der in den Tisch reinpasst, um die Klammern zu drehen. Oder halt die Tormek-Klammern, die sind auch doppelseitig schließend und das passt. Und hier genau dasselbe. Hier lege ich an, ziehe rüber, 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 heb an und jetzt schleife ich wirklich nur noch hier auf der Laserlinie. Und so kann ich sicher sein, dass ich meinen Winkel hinkriege. Ich hau an die Dinger jetzt mal einen 20er Winkel ran und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, da habe ich überall einen Grat. Ja. Dieser 80er, da haben wir es gerade in meiner Facebook-Gruppe. Das Ding ist ein echter Problemlöser. Also da, wo ich mit dem 160er 5, 6, 7, 8 Mal drüber fahren muss, um einen Grat zu kriegen, zwei, drei Mal ist die Sache erledigt. Manche nennen das Ding auch spaßhalber Schredder. Also ein Schredder ist das keiner, weil der macht wirklich klare Kanten. So, jetzt das andere. Hier wäre natürlich der Pin-Pivot genial. Ich bin nur zu faul, den drauf zu machen. Und ich weiß halt auch, ich krieg es auch ohne hin. Deswegen, ja, Faulheit siegt, sorry.
So, mit dem 160er gehe ich eigentlich generell immer zweimal drüber. Einfach um mit dem 1000er und 400er nur noch einmal zu gehen. Und dann geht es aufs Rockhard und das war's für solche Messer. Mehr brauche ich da gar nicht. Ihr seht auch jetzt an der Laserlinie, die Messer habe ich ein kleines bisschen unterschiedlich eingespannt. Aber ganz ehrlich, ob da jetzt 1,20 oder 19 oder 21 Grad hat, das tut der Sache keinen Abbruch. Die Dinger, wie gesagt, das sind Arbeitstiere. Hoch und drehen zur Linie, fertig. So, und jetzt machen wir das 400er drauf. Können wir kurz schauen. Ja, die Schneide sieht gut aus. Okay, 400er gehe ich einmal. Jetzt schleife ich schon nur noch auf einem halben Zentimeter. Man sieht das auch am Wasser, ne? Und die andere Seite. Und hoch die Luzi und drehen dabei und hoch und bis auf die Linie drehen und das war's. So, können wir mal kurz ein bisschen sauber machen und dann mal in die Kamera zeigen. Mal gucken, sieht man das? Also die Schneide ist über die ganze Länge dieselbe, die geht nicht auf nach vorne, ne? So, jetzt das andere noch übers 400er. Na komm, nerv nicht hier. So, auch hier schauen wir uns mal kurz an. Ihr seht, die Schneide geht nicht auf. Sehen wir das? Ja, müsste man sehen. So, das heißt, 400 haben wir gemacht. Wenn ich jetzt nach den Vorgaben von Knife Grinders gehe, wäre jetzt eigentlich Schluss. Der sagt solche Billigmesser, und das sind irgendwelche Messer, die sie, denke mal, von ihrem Fleischlieferanten oder so bekommen hat. Also sprich, irgendwelche Werbemesser. Da gehe ich nicht davon aus, dass das was Hochwertiges ist. Ich wundere mich eh wieder, dass in manchen Profiküchen, die wirklich viel kochen, mit was für Messern da gearbeitet wird, Leute, ihr würdet das, glaube ich, gar nicht glauben. Das ist unglaublich, wenn die Leute endlich mal wüssten, was sie von einem gescheiten Messer hätten. So, also wie gesagt, normalerweise, wenn es nach Wadim geht, höre ich jetzt auf nach dem 400er und gehe aufs Rockhard. Ich mache aber das 1000er immer noch mit. Ist einfach vielleicht eine alte Angewohnheit.
Also wie gesagt, wenn ihr so ein langes Messer habt, das vorne eine Biegung hat, spannt das einfach ziemlich Richtung Spitze ein, soweit wie es euch halt zutraut, weil dann ist dieses Anheben und Drehen nicht so sehr ungewohnt. Man denkt da wirklich, man hebt viel zu hoch, wenn das hier eingespannt ist. Aus dem Grund bitte immer Richtung Spitze einspannen. So, jetzt kommt der Wasserdruck weg und dann kommt das Filzrad drauf. Fürs Filzrad, ich sage es immer dazu, braucht ihr so eine Distanzscheibe, weil das einfach schmäler ist wie die normalen Räder. So, und dann drehen wir das jetzt natürlich um, weil mit dem Filzrad schleifen wir ja mit der Laufrichtung. Und da weiß ich jetzt schon, ich kann da ziemlich runter. Ich denke mal so auf 9 cm oder so. Mal schauen, was meine Software sagt. So, jetzt gehen wir auf die Frontaufnahme und wir gehen von den CBN-Rädern weg auf das Rockhard-Filzrad. Und dann wären es 116 mm mit 20. Ich mache das jetzt aber bei solchen Messern in Grate ich mit 22 Grad. Das heißt, ich muss 119,8 mm hoch. So hoch war ich schon lange nicht mehr da hinten. Das ist völlig ungewohnt. 119,8. Das ist natürlich eine Menge Holz. Aber wir wollen das ja. So, 119,83. Ein bisschen mehr macht da nichts, weil ich ja eh mehr Winkel anlege. So, bis es hier aufsitzt, das tut es jetzt. Ein bisschen andrehen. So, gut. Wie gesagt, da kommt es auch nicht so sehr drauf an, weil ich tue ja jetzt engraten. Und ja, da spielt das jetzt keine Rolle. So, machen wir hier mal ein bisschen das Messer trocken. So. Ja, also die Schneide ist mir gut gelungen. So. Viermal jede Richtung. Auch hier jetzt wieder anheben. Hier ist jetzt gar nicht so wichtig. Hier geht es nur darum, dass ich die Spitze komplett mitnehme. Das seht ihr aber auch. So, das war's eigentlich. Ich baue jetzt hier ganz kurz ab, mache ein bisschen Platz und dann gehen wir noch auf den Besttester, gucken uns die Schneide noch mal genau an und dann dürft ihr selbst beurteilen, ob das so gut ist mit der Laserlinie oder nicht. Bis gleich. So, ich habe das dann mal kurz eingespannt. Muss mal kurz gucken, ob man das sieht. Also sieht man das ja. Ich habe hier exakt 20 Grad auf jeder Seite. Das war so, wie ich es haben wollte. Ne? Also das funktioniert gut. Und bitte macht auf eure Goniometer hier innen ein bisschen Textilklebeband drauf. Dann könnt ihr das Messer, wenn ihr das eingelegt habt, einfach so rausziehen, ohne dass es verkratzt. Ja? So. Das war das. Jetzt wollten wir einmal Besttester nehmen. Beziehungsweise ich muss mal vorher die Messer noch kurz ein bisschen sauber machen. Moment. Auch hier wieder Schleifjunkies, Reiniger. Also ich finde ihn genial und die Leute, die ihn jetzt haben, die sagen auch nur das Beste darüber. Also, ergo,
denke ich mal, dass das Ding ganz gut ist. Und vor allen Dingen, er macht wirklich die Messer sauber. Das ist ganz wichtig. Und es kommt gleichzeitig eine pflegende Ölschicht drauf. So. Und dann die andere Seite noch. Von der Schneide selbst mache ich euch gleich noch ein paar Bilder, die hänge ich dann hinten dran. Jetzt gehen wir erstmal über den Besttester und schauen wir mal, was wir gekonnt haben bei diesen Messern. Ich gebe zu bedenken, es ist ein, wo habe ich denn mein Gewicht? Es ist ein 20 Grad Winkel und es ist ein Messer, ich denke mal, ja, das soll einfach irgendwo rausgestanzt aus einem Blech. Also das ist überhaupt nichts Besonderes, ja. Aber nichtsdestotrotz sollten wir das schon einigermaßen scharf bekommen haben. Die Behandlung habt ihr gesehen, das war jetzt überhaupt nichts Großartiges. Das war einfach, pum, die Räder kurz durch und dann war es gut. Ja, also damit kann ich wirklich bei einem 20 Grad Winkel, sieht man das? 130 Bes. Machen wir das andere auch mal noch kurz, um einfach einen Vergleich zu haben, weil wir sie ja eigentlich beide gleich geschliffen haben. Dann sollten auch zumindest, hoffe ich, ähnliche Ergebnisse rauskommen. Na komm, ein bisschen Faden noch. Wo ist mein Gewicht? Hier. Aber das ist auch so mit dem Besttester, das wisst ihr alle, die mir öfters mal zugucken. Du kannst mit einem und derselben Mess, mit einem und demselben Messer mache ich dir hintereinander 10 Messungen und habe 10 verschiedene Ergebnisse. Und da sind wir dran am Arbeiten. Wir wollen ein Gerät entwickeln, das praktisch das Messer automatisch auf den Faden absenkt. Immer mit der gleichen Geschwindigkeit, weltweit vergleichbar. Ich denke mal, das müsste ein ziemlicher Erfolg werden, weil die Leute, die geben schon einiges auf den Besttester, ne? Ah, da sind wir sogar noch ein bisschen besser. Aber das ist unwesentlich. 110. So, was ich auf jeden Fall mit Fug und Recht, mit Sicherheit behaupten kann hier, das ist dünnes Prospektpapier. Mal gucken, ob es das schneidet. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das tun sollte. Ja. Ja, also einwandfrei. Das ist überhaupt kein Problem und das andere dürfte im Prinzip genauso funktionieren. Na, komm her. Ja, also überhaupt kein Thema. Ab in meinen Papierkorb. Zack. So, ach so, ja, die Schneide wollen wir noch angucken. Warte mal, da muss ich mal gucken. Das kann ich doch von hier aus steuern. Jetzt mache ich doch einfach mal den Zoom groß und noch größer und noch größer. Und dann halte ich mal das Messer so rein. Seht ihr hier vorne, die Schneide bleibt schön gleich das ganze Messer durch. Und für die Kollegen, ja, bitteschön, das ist bis hinten hingeschliffen. Andere Seite. So rum muss ich gehen. Auch hier seht ihr vorne die Schneide. Das ist alles dasselbe, da geht nichts auf. Das geht voll durch bis hinten hin. Also, und so sieht das andere Messer mit Sicherheit genauso aus. Seht ihr, da geht nichts auf vorne. Halt so rum. So, die Schneide ist gleich. Und auch diese Seite. Und das schafft man wirklich gut. Hier auch wieder seht ihr, das ist eine durchgehende Linie. Ja, hier. Und bis hinten hin an Griff, Kollegen. So, jetzt gehen wir wieder, dass wir Papi sehen. Also Leute, Fazit, Laser hilft. Also, dann war noch der Vergleich, doppelseitig schließende Klammer, die ganz normale. Das Ding ist wirklich, jeder, der es hat, ist begeistert und jeder sagt, jawohl, endlich habe ich gleiche Winkel auf beiden Seiten. Das zum einen, das hier ist dann wirklich eher was für solche Messer. Ich habe mehr Kontrolle darüber. Ich habe auch eins von den kurzen mit der Klammer gespannt hier. Da habe ich einfach die Klammern, kann ich ja hier hinten lösen. Na, komm her.
Hier kann ich die lösen und kann die hier verschieben natürlich, ne? So, komm her. Geht noch ein bisschen schwer. So, und jetzt könnte ich natürlich auch hier die wieder festziehen. Und dann kann ich natürlich hier auch ein kürzeres Messer einspannen. Ich könnte sogar eine Klammer komplett wegmachen und nur eine Klammer dran lassen und vielleicht ein Taschenmesser einspannen oder sowas. Müsste man ausprobieren. Okay, aber das war's soweit. Ich will das Video heute auch nicht allzu lang machen. Nächste Woche kommen ein paar neue Sachen in den Shop. Zum Beispiel hier meine Rostradierer. Zum Beispiel diese. Da wurde ich sogar schon danach gefragt, wann das denn endlich kommt. Diese Steineständer hier für die CWN-Steine oder halt auch die ganz normalen Edge Pro-Steine oder ja, Venef-Steine, wenn sie die 16 cm lang sind, also 15 cm Schleiffläche, 160 mm Steinlänge insgesamt. Die kommen in den Shop. Hier gehen immer 7 Stück rein. So ein Teil wird, glaube ich, 25 € kosten. Ich muss noch genau gucken. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Und dann fahre ich am Dienstag nach Prag und hole mir die ersten Ermac-Maschinen ab. Goniometer, Leute, sieht leider schlecht aus im Moment. Da fehlen noch Teile. Ich werde vielleicht ein paar Stück mitkriegen, aber ich habe selbst momentan keinen da, weil meiner, den ich habe, das, was er gerade gesehen hat, der hat einen Schuss, da ist irgendwas an den Zahnrädern nicht ganz in Ordnung hier. Das musste ich, aber das lasse ich drüben kurz reparieren, das ist kein Problem. Und ja, dann schauen wir mal. Am Mittwoch müsste ich dann wieder da sein. Donnerstag räume ich komplett meine ganze Ware um zu meinem Sohn. Freitag werde ich da auch noch beschäftigt sein. Das heißt, wenn ihr diese Woche bestellt, ich versuche natürlich alles rauszukriegen, aber ich denke mal, Donnerstag gibt es keinen Versand, Freitag vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber da müsst ihr halt mal 2, 3 Tage warten. Also in der Regel, wisst ihr genau, liefere ich ziemlich schnell. Also dann wünsche ich allen einen schönen Abend, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und genießt das schöne Wetter, trinkt ein gemütliches Bier beim Grillen, nutzt eure scharfen Messer, schindet Eindruck beim Kumpel, weil manche Leute, die wissen wirklich nicht, was ein scharfes Messer ist. In diesem Sinne, bleibt schön scharf. Ciao.